Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Losli Küchen, ihr Partner für individuelle Küchenlösungen. Aus dir wird nie etwas. Das hat sich schon der Physiker Albert Einstein von seinen Lehrern anhören müssen. Und genau um diesen Satz geht es heute bei uns. Ich begrüße Sie herzlich zum Fenster, zum Sonntag. Der Albert Einstein hat sich von diesen negativen Worten nicht aufhalten lassen. Aber manch einem hat dieser Satz schon vieles verboten. Aus dir wird nie etwas. Bei der Christine Brutsche hat das Spuren hinterlassen. Die Lehrer haben einfach gesagt, dass ich es nicht schaffe. Ich bin zu faul oder zu dumm. Ich tauge nicht. Diese Worte legen sich wie ein Fluch auf ihr Leben. Im Restaurant Alpenblick arbeiten in der Küche und im Service Menschen mit einem Handicap. Besonders Freude, wenn die Gäste hier kommen. Dass alles so gut klappt, hat ihnen wohl kaum jemand zugetraut. Aber zuerst zum Pascal Putzi. Der 23-Jährige hat diesen Sommer seine Lehre als Schreiner abgeschlossen. Wie viele andere auch. Aber kaum einer hat so eine Vorgeschichte wie Pascal. Dass er diese Ausbildung überhaupt machen kann, wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Pascal Putzi in der Schreinerei Holz und Wert in Winterthur. Vor 4 Jahren hat er hier seine Lehre begonnen. Ja, als ich erfahren habe, dass ich eine Lehrstelle bekomme, war ich ja, recht geschockt im ersten Moment. Ich habe mich für diese Stelle da gar nicht beworben. Und das war für mich ein riesiges Wunder, dass mir hier eine Lehrstelle angeboten wird, ohne Schulabschluss nicht. Pascal hat einen schweren Start ins Leben. Als Kind hat er ein Magen-Darm-Leiden, muss 9-mal operiert werden, bis er 3 Jahre alt ist. Auch die familiären Verhältnisse sind nicht einfach. Der Vater führt eine Beiz. Die Familie hat finanzielle Sorgen. Beide Eltern sind berufstätig. Das Einzelkind ist deshalb häufig allein. Ja, damit klarzukommen, am Abend nach Hause zu kommen, von so einem kleinen Kind, und dann ist einfach niemand zu Hause. Das war schon recht schwierig. Mit der Zeit habe ich auch gemerkt, dass meine Eltern ein Problem haben mit dem Alkohol. Auch dadurch, dass sie so viel in der Beiz gehockt sind. Halt auch durch all ihre Sorgen, all ihre Nöte, Schicksalsschläge, die wir hatten. Das habe ich zu dieser Zeit noch nicht so begriffen. Und es war für mich dann auch mega schwierig, damit umzugehen. Auch in der Schule läuft es nicht. Pascal wird schnell zum Außenseiter. Auf diesem Gelände in Uster fand jeweils der Sporttag statt. Dem Turnlehrer dient er immer wieder als Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Einerseits war ich nicht so gut im Sport. Und für mich war es mega schwierig, immer so vor Augen geführt zu werden, dass meine Leistung nicht lange, dass ich mehr bringen muss, dass so wie ich bin, dass das nicht gut ist. Von daher hat niemand so ein Problem gekannt wie ich. Und dadurch habe ich mich selber angefangen abgrenzen von denen. Bin auch oft fertig gemacht worden, vorne ausgelacht und so. Häufig schwänzt Pascal darum den Unterricht. Schon während der Schulzeit mit 10 Jahren beginnt er zu rauchen, trinkt Alkohol und kifft. Ja, ich hatte auch grausame Mühe mit Lernen, Aufzüge machen und so. Da bin ich wie nie richtig nachgekommen. Also immer wieder Probleme mit den Lehrern. Ja, wieso hast du Aufzüge wieder nicht gemacht? Wieso hast du schlechte Noten gemacht? Und so. Und aus dir wird eh nichts so. Und du musst schon langsam den Finger zum Arsch rausnehmen. Und ja, es ist immer mehr Druck geworden. Über den Druck spricht Pascal damals nicht. Er ist sehr introvertiert, frisst alles in sich rein. Er schwänzt immer mehr. In der 3. Sekundarklasse fliegt er schließlich von der Schule. Mit 16 steht er dann ohne Schulabschluss da. Er arbeitet eine kurze Zeit auf dem Bau, doch ohne Perspektive auf eine Lehrstelle. Bald danach stürzt Pascal Putzi immer mehr ab. Alkohol und Drogen gehören zur Tagesordnung. Er wird depressiv.
Ich hatte wirklich überhaupt nicht mehr mit mir gewusst anzufangen. Ich habe wirklich jeden Morgen, das erste, was ich gemacht habe, ist ein Bier getrunken, als ich aufgestanden bin. Bin da im Park gekommen, die anderen Arbeitslosen da zusammengeguckt, konsumiert. Ich kann gar nicht erzählen, wie oft ich da schon Alkvergiftung hatte und kotzend am Boden gelegen bin. Ich habe es überhaupt nicht mehr vertraut, clean zu sein. Ich konnte überhaupt nicht mehr damit klarkommen, eine Sekunde ohne Drogen zu sein und einfach voll die Probleme, die Einsamkeit, der Schmerz zu spüren, das konnte ich gar nicht mehr können. Neben dem Konsumieren habe ich mich halt immer wieder regelmässig geritzt, also selber verletzt, also den ganzen Arm da alles verschnitten, Zigaretten ausgedruckt auf den Handflächen. Immer mehr versinkt Pascal im Drogenmorast. Er macht auch vor harten Drogen nicht Halt. Im Höhepunkt meiner Drogenzeit habe ich eine Überdosis Heroin verwünscht. Ich bin da ohnmächtig geworden und voll auf die Eckkante von dem Stein mit dem Auge gefallen. Nebenzu auch noch da in Sandien. Und hat mir ein halbes Gesicht aufgeschränzt. Und nach dem Spital hat man gesagt, dass ich fast das Auge verloren hätte. Die Fürsorge weist Pascal in ein Heim ein. Dort gefällt es ihm, doch er verstößt gegen die Heimregeln, muss wieder gehen. Eine Odyssee beginnt. Pascals Leben bewegt sich zwischen Gasse, Entzügen und psychiatrischen Kliniken. Kurz vor 18 macht er einen Suizidversuch. Ja, der Tag war schon so ziemlich der Tiefpunkt eigentlich von meinem ganzen Leben. Also wirklich, da wollte ich wirklich fertig machen, wollte Schluss machen mit dem Ganzen. Ich wollte nicht mehr weiter machen. Ich hatte gar keine Hoffnung mehr, dass es jemals besser werden könnte. Pascal überlebt und wird wieder in die Klinik eingeliefert. Er gilt als nicht therapierbar. Doch er will mit den Drogen aufhören. Die christlich geprägte Quellenhof-Stiftung in Winterthur ist bereit, ihn zu nehmen. Hier macht er eine längere Therapie. Pascal Putzi trifft seinen damaligen Betreuer Marcel Spiess. Für mich war es krass, wie die Leute mit mir umgegangen sind. Also, ich habe schon viele so Institutionen erlebt. Und meistens war ich dort einfach Patient Nummer so und so, der jetzt als Nächster dran ist. Und dort bin ich eingelaufen und ich bin wirklich als ein Mensch wahrgenommen worden. Also, man hat sich für mich interessiert. Und zwar also wirklich aus dem Herz raus. Der Therapieprozess ist ein stetes Auf und Ab. Pascal wird mit seinen Verhaltensmustern aus der Vergangenheit konfrontiert. Er muss lernen, sein Schweigen zu brechen, über sein Inneres zu reden. Als kreatives Projekt gestalten Marcel und Pascal eine Wand im Bandraum. Marcel Spiess erinnert sich an den Anfang der Therapie. Am Anfang war ein extremes Misstrauen. Also so quasi, meint der wirklich gut mit mir? Meinen es die gut? Und das hat sich wahnsinnig verändert. Also hat dann mit der Zeit wirklich Vertrauen können fassen, auch greift und natürlich auch suchtfrei geblieben ist. Das ist ein riesen Schritt, den er da geschafft hat. In der Therapie im Quellenhof macht Pascal Putzi auch erste positive Erfahrungen mit dem christlichen Glauben. Ja, die Entscheidung, an Gott zu glauben, hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also, mal von Grund auf, wie ich mit mir selber lebe, wie ich mich sehe, dass ich erkenne, dass ich wertvoll bin, dass ich ein geliebter Mensch bin. Als ich in die Therapie gekommen bin, hatte ich wirklich einen extrem tiefen Hass auf mich selber. Auf andere Menschen, die mich verletzt haben, aber vor allem auf mich selber, einfach, dass ich nie genügt. Und dort drin war es ein riesen Wunder, dass ich durch Gott geschafft habe, erstens mal mir selber zu vergeben und frei zu werden von diesem Hass. Das ist ein Gefühl, das man einfach nicht in Worte fassen kann. Nach dem Therapieende ergibt sich überraschend die Möglichkeit, in der Schreinerei Holz und Wert, die zur Quellenhof-Stiftung gehört, die vierjährige Lehre zu machen. Irgendwie habe ich gewusst, dass man muss einfach alles geben. Also einfach alles geben, was ich irgendwie habe, meine ganze Kraft, meine ganze Zeit, meine ganzen Nerven. Dann muss ich jetzt einfach 4 Jahre voll durchbeissen. Und dann
Dort habe ich wirklich am angefangen, mich selber zu glauben, dass ich es schaffen kann. Unterstützung in kritischen Phasen der Lehre findet Pascal bei Freunden aus der Kirche GVC Chelaheggi. Mir hat das Grasam geholfen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Mit diesen jungen Leuten unterwegs zu sein, die mich immer wieder ermutigt haben, zum Dranbleiben, die ja, mit mir zusammengekämpft haben, die mich durchgetragen haben durch schwere Zeiten. Mir gesagt haben, ich soll wieder aufstehen, wenn ich nicht mehr mögen. Und mir immer wieder gesagt haben, ich schaffe das. Im Sommer 2014 schafft Pascal Puzzi die Lehrabschlussprüfung. Seit August hat er seine erste Stelle als Schreiner in einer anderen Firma. In einer Gesellschaft, in der sich vieles um Erfolg und Leistung dreht, haben es Menschen schwer, die den gängigen Normen nicht entsprechen. Sie werden nicht ernst genommen, ausgrenzt oder sogar als Versager angeschaut. Gerade Menschen mit einer Behinderung erleben oft, dass man ihnen nichts zutraut. Das ehemalige Kurhaus zum Alpenblick. Hoch über Uerttendorf liegt es mit Blick auf das Bergpanorama. Seit 2013 ist es ein Restaurant. Unter dem Motto Gastfreundschaft, Aussicht, Genuss werden kulinarische Erlebnisse und entspannende Momente geboten. Heute im Service der Hörbehinderte Roger Fisterol. Ich arbeite gerne hier im Retornalbeblick. Besonders Freude, wenn die Gäste hier kommen. Und ich mache besonders gerne Service. Beispiel kommt ein Dessert oder Hauptgang. So. Das Restaurant Alpenblick ist ein Betrieb der Stiftung Uerttendorfberg. Ich sage immer, am besten Dessert, ein Kaffee mit Rahm. Die Stiftung ist eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Hör-, Sprach- und Mehrfachbehinderungen. Das Konzept, Menschen mit Handicap in Küche und Service einzusetzen, kommt bei den Gästen gut an. Die Leute, die zu uns kommen, kennen es meistens und wissen, dass wir Gehörlose haben. Aber es gibt immer wieder Leute, die ich so gesehen habe, die das Fragezeichen im Gesicht haben. Und dort gehe ich dann als Leiterin einfach an und frage, ob alles in der Ordnung ist schon. Meistens sind sie eigentlich ganz begeistert von den Gehörlosen, wie das eben gleich funktioniert hat. Ein Gewinn nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeitenden. Je mehr dass man ihnen zutraut, je mehr machen sie auch. Je mehr kommt Selbstwertgefühl. Und für sie ist ja auch genau das, dass sie können da rein auf die Leute zugehen können. Weil das fehlt ja ihnen. Man hat es ja immer so ein bisschen zurück gehabt und eben, du kannst ja vielleicht nicht und bleib du lieber so ein bisschen versteckt. Und, so. Und da haben sie genau die Chance, zum Gast hinzugehen. Und das, denke ich, motiviert sie auch sehr. Mehr als 60 geschützte Arbeitsplätze bietet die Stiftung Uerttendorfberg in Werkstätten, Landwirtschaft und Gärtnerei. Mit dem gastronomischen Konzept erschließen sich auch für die Mitarbeitenden neue Möglichkeiten. Also 4 Tage arbeite ich in der Werkstatt und ich arbeite nur einmal in der Woche im Restaurant. Nebenarbeit für mich auch schön eine Abwechslung. In der Küche arbeitet heute gemeinsam mit Koch Adrian Wenger die 26-jährige Nasra Adawe Ali. 2006 ist sie als Flüchtling aus Somalia in die Schweiz gekommen. Ihre Zukunft im vom Bürgerkrieg zerstörten Land war mehr als ungewiss, denn sie ist gehörlos. Wie ist Zukunft? Wie ist Zukunft? Mhm. Ja. Keine Ahnung. Keine Zukunft, gehörlos, ist schwierig. Mhm. Auf dem Uerttendorfberg findet sie ein neues Zuhause. Die Gehörlose beginnt Deutsch zu lernen und absolviert trotz aller Verständigungsschwierigkeiten eine Anlehre. Sie arbeitet in der Küche des Wohnheims und teilweise hier im Restaurant. Wo bist du lieber? In der Küche oder hier? Hier im Restaurant? Ja. Warum? Schönes Menü. Ah, du machst schönes Menü? Ja. Dekorieren. Mhm.
Dass Nasra Adawi Ali jemals in einem Restaurant arbeiten würde, hatte ihr wohl kaum jemand zugetraut. Ein normaler Umgang kann Vorurteile abbauen, weiß Restaurantleiterin Helena Amrain. Manchmal braucht es nicht viel, damit ein Miteinander gelingt. Wenn sie das merken, dass man sie nennt, wie sie sind, dann entwickelt sie einfach automatisch ihr Können, weil das ist da, weil sie sind nicht dumm. Sie sind darauf angewiesen, dass man mit ihnen wirklich kommuniziert, Auge in Auge. Also ich kann nicht da irgendwie etwas reden. Ich brauche einen Augenkontakt mit ihm. Und sie brauchen beide klare Anweisungen. Und dann geht es wunderbar. Du bist zu dumm, du taugst für nichts. Das hat Christine Brutsche während ihrer Schulzeit nur allzu oft gehört. Wort, das sie mit der Zeit angefangen hat zu glauben. Kein Wunder, dass sie sich bald nichts mehr zutraut. Vieles, was um sie herum passiert, kommt sie nämlich auch gar nicht richtig mit über. Christine Brutsche auf dem Weg zum Schulhaus Lath in Toggenburg. Seit einigen Jahren findet hier kein Unterricht mehr statt. Doch das Gebäude weckt Erinnerungen. Mein Lebensgefühl als Schülerin ist Stress. Purer Stress. Angst. Ich bin nicht gerne in die Schule. Wenn der Lehrer vorne gestanden ist an der Bandtafel, etwas geschrieben hat, und dann habe ich einfach nichts gehört. Meistens schwätzen die Lehrer noch und dann habe ich sehr wenig gehört. Und wenn er noch weggelaufen ist von der Wandtafel in die Schule hinterher, also in die Gänge zu den anderen Kindern hinterher, schauen oder fragen, habe ich das nicht mitbekommen. Es war für mich normal, dass ich es so höre. Und gleich habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. Das habe ich schon gemerkt, aber auch nicht wahrgenommen, was. Niemandem fällt auf, dass die Schülerin eine Hörbehinderung hat. Auch den Ärzten beim jährlichen Bodycheck nicht. Die Ohren hat man angeschaut mit dem Gerät, wo man einfach hineinschaut, ob man Schmalz hat wahrscheinlich oder ob man entzündet ist. Fertig. Ein Hörtest hat niemand gemacht? Nein. Christine muss verschiedene Klassen wiederholen, landet schließlich in der Sonderklasse. Die Lehrer haben einfach gesagt, dass ich es nicht schaffe. Ich bin nicht fähig zum Lernen. Ich bin zu faul oder zu dumm. Ich tauge nicht. Es war für mich wie ein Häkchen. Ich bin wirklich nicht fähig, normal durch die Schule zu kommen. Ich bin wirklich zu dumm. Dieser Hof in Nesslau ist Christines Oase. Hier findet sie Ruhe, kann abschalten. Sie ist damals nach der 7. Klasse aus der Schule ausgetreten. Sie hätte gerne Coiffeuse gelernt, doch ohne Schulabschluss ging das nicht. Wow. Sie lernt Martin kennen und lieben. Ihm fällt auf, dass Christine nicht gut hört. Er begleitet sie, als sie ein Hörgerät Probe trägt. Er hat mir das hineingesetzt und dann sind wir miteinander auf dem Balkon. Am Balkon und unten dran war gerade die Hauptstrasse. Als er es eingeschaltet hat, so laut war, dass ich das Gefühl hatte, mir fährt ein Lastwagen über die Füße. Also das ist für mich, oh, Hilfe! So, wirklich so laut, also, dass ich es abstellen musste. Das deutliche Resultat, das sich dann aus dem Test ergeben hat, war natürlich erschreckend. Wie schlecht dass das Gehör ausgebildet ist. Das ist irgendwie für beide. Für die Christine ist es ein riesiger Schock und für mich ein grosses Unverständnis. Wie merkt man das erst jetzt? Oder? Für Christine beginnt im Alter von 20 Jahren ein neues Leben. Endlich versteht sie, was gesprochen wird und kann mitreden. Doch die Worte aus der Kindheit nagen an ihr. Minderwertigkeitsgefühl ist trotzdem da gewesen. Auch wenn ich jetzt ein Hörgerät habe. Es macht den Wert nicht aus. Christine und Martin heiraten. Nun scheint sich alles zum Guten zu wenden. 1982 wird Daniel, der erste Sohn, geboren. Bei ihm werden Herzgeräusche festgestellt.
Nach einigen Abklärungen geben die Ärzte Entwarnung und entlassen die Familie nach Hause. Ich bin mir gar nicht bewusst am Anfang, wie schwer das der Herzfehler ist. Ich habe angenommen, das ist ein medizinisches Problem, das man irgendwann wird beheben. Also, das wird irgendwie gelöst. Daniel wird krank, doch die Ärzte nehmen das nicht ernst. Der 5 Monate alte Junge fällt ins Koma, kommt notfallmäßig ins Spital. Und da haben sie uns dann einfach erklärt, dass es zu Ende geht mit unserem Sohn und dass wir eigentlich nicht müssen warten müssen. Wir können nach Hause gehen, sie würden uns berichten, wenn er gestorben ist. Und ich konnte das gar nicht können aufnehmen. Also, das ist für mich irgendwie wie... Genau, und dann sind wir einfach heim. Und auch da habe ich irgendwie noch nicht reagiert. Wieso schicken die uns heim? Und dann in der Nacht ist dann das Telefon gekommen, dass er gestorben ist. Die Eltern sind schockiert, aber ihre Trauer verdrängen sie. Wenig später wird Christine zum zweiten Mal schwanger. Die Freude ist groß, als Michael, ein gesunder Junge, zur Welt kommt. Als Samuel, der 3. Sohn, geboren wird, scheint das Glück vollkommen. Kurz nach der Geburt zeigt sich, dass auch er einen Herzfehler hat. Und das ist dann wirklich ein rechter Hammer gewesen, weil man hat es nicht mehr erwartet. Und auch da, wir haben dann vom Spital, also Tag nach der Geburt, sind wir ins Spital, also auf Zürich, und haben eine Nottaufe gemacht. Und auch da haben sie uns dann heimgeschickt. Das breche ich nicht, wenn man wartet. Und es ist eigentlich wie ein Déjà-vu. Das zweite Mal wieder heim in der Nacht, das Telefon kam, sie gestorben. Das ist so Hammer. Dass er allein hat müssen sterben, das hat mir später ein mega Schuldgefühl gegeben. Auch das bringe ich nicht zu Ende oder das bringe ich nicht fertig. Und ich lasse mich heimschicken. Das ist für mich lang nicht verkraftbar gewesen. Ich war wütig auf die Leute, die eigentlich da hätten ihren Job machen sollen. Trauer habe ich nicht gezeigt, weil die hat mich schwach gemacht. Wut habe ich zeigen, wütig darf man sie als Mann. Weil ich also so eine absolute Frechheit empfunden, dass das passiert ist. Ich habe nicht gewusst, genau auf wer das ich alles wütig sein soll, aber wütig bin ich gewesen. Dieser weitere Schicksalsschlag zerrüttet die Beziehung. Sie bleiben zwar zusammen, aber innerlich geht jeder seinen eigenen Weg. Christine ist frustriert. Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle plagen sie. Sie kommt mit ihrer Schwägerin ins Gespräch und macht ihrem Herzen Luft. Und sie hat zu mir einfach gesagt, du brauchst Jesus. Und ich habe gefunden, okay, wer ist das? Was ist das? Und dann hat sie mir etwas erklärt und dann haben wir gebetet miteinander. Und dann bin ich heim von ihr dort, habe nicht irgendetwas Spezielles gespürt oder es ist etwas ab. Aber am anderen Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch. In mir ist etwas freigesetzt worden, an Freude, der Frust ist weg, die Depression ist weg. Und ich hatte das Gefühl, ich schwebe über dem Boden. Sie wendet sich an einen Pfarrer und beginnt mit Seelsorge. Ein jahrelanger Prozess des Umdenkens beginnt. Gott hat ein Ja zu mir. Das hat angefangen, dann die Werte zu verändern. Dass ich nicht mehr auf Menschen geschaut habe, was sie mir geben an Wert oder was sie mir sagen, das bin ich, sondern ich habe mehr geschaut, was er mir sagt, wer ich bin. Die Beziehung zu Gott wird für Christine immer wichtiger. Martin dagegen kann mit dem Glauben nichts anfangen. Eines Tages gerät er beruflich in eine kritische Phase. Wir sind dann in einem Sommer in der Ferien in den Bergen, wo meine Frau irgendwann zu mir gesagt hat, du weißt, was jetzt notwendig ist, was für Schritte du jetzt machen sollst. Sie hat mir dann also noch den letzten Tritt gegeben, eigentlich, dass auch ich meinen Schritt zu Jesus gemacht habe. Nicht aus einer Liebesbeziehung, sondern einfach, wenn es dich aufgibt, dann brauche ich dich jetzt. Martins Entscheidung für den Glauben verändert alles. Gemeinsam wagen sie einen Neuanfang. Sie besuchen Ehekurse und arbeiten die Ereignisse rund um den Tod der Söhne auf.
Da sind eigentlich zwei neue Menschen miteinander unterwegs gewesen. Und es hat sich einfach in kleinen Schritten wieder annähern, was vorher weit auseinander gelaufen ist. 2011 besucht Christine ein Seminar. Sie fühlt sich von Gott persönlich angesprochen und kann die Vergangenheit endlich loslassen. Als ich dann heimgekommen bin nach dem Seminar, hat es mich völlig auf den Kopf gestellt. Und irgendwie nach und nach habe ich gemerkt, das, was ich da oben gewusst habe, ich bin wertvoll, ich bin jemand, ein Kopfmensch, ist wie ins Herz abgerutscht. Die Liebe, wo Gott mich dort berührt hat, ist dort wie explodiert. Und die Liebe konnte anfangen, da unten im Herzen wachsen. Und das hat völlige Veränderung gegeben. Julia und Walter kommen zu Besuch. Seit einiger Zeit coachen Christine und Martin in ihrer Freizeit Ehepaare, die an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Und das kam so. Wir haben ein Ehepaar kennt, das sich einfach nach 10 Jahren scheiden lassen hat. Und das hat mit mir etwas gemacht. Das hat bei mir wie ein Feuer angefangen. Und gesagt, wow, denen muss ich helfen. Was Sie selbst als Teilnehmer in Ehekursen gelernt haben, geben Sie nun weiter. Wir sind keine Therapeuten, sondern wir begleiten die Ehepaare. Begleiten. Es ist ein Begleiten, wo wir immer wieder Freude haben miteinander. Sei es Lachen in der Küche, sei es bei einem Glas Wein, sei es beim Jassen nachher. Es soll einfach Freude in so eine Beziehung reinkommen. Das ist unser Engagement. Es darf Spass machen. Das ist uns wichtig, dass die Ehepaare auch wieder Spass haben, miteinander etwas Spassiges zu machen. Weil das ist meistens das, was fehlt. Die verurteilenden Worte belasten Christine Brutsche heute nicht mehr. Ich konnte vergeben, dadurch, dass ich mit Gott einen Weg gehen konnte und er mir auch gezeigt hat, trotzdem, dass ich keine Lehre habe, auch ohne 100% zu hören, bin ich ein wertvoller Mensch und ich bin nicht dumm. Und das vermittle ich auch den Frauen, will ich auch vermitteln, dass sie auch etwas wert sind. Was auch immer passiert oder was auch immer sie machen oder geschehen ist. Ob es jetzt nur Hausfrau, wie man immer so schön sagt, oder jemand ist, der Karriere macht. Sie sind alle gleich wert. Damit sind wir am Schluss von unserer Sendung. Wenn Sie gerne selber mal im Restaurant Alpenblick verwöhnt werden möchten, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen einen Gutschein für ein feines Essen im Wert von 75 Franken. Alles, was Sie richtig beantworten müssen, welche Lehre hat Pascal Putzi gerade erfolgreich abgeschlossen? Wenn Sie es wissen, dann schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche trifft Rudi Josuran den Krebsspezialist Professor Gerd Nagel. Dann geht es um eine ganz normale Krise. Und die Woche darauf gehen wir ans Nordkap. Wir begleiten eine schwerkranke Frau auf einer unerwarteten Reise. Das war es für heute. Lassen Sie sich nicht klein machen und auf Wiedersehen in 2 Wochen, wenn es wieder heisst Fenster zum Sonntag. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Losli Küchen. Ihr Partner für individuelle Küchenlösungen.